Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir waren gleich die Kinder in den Kindergarten. Was machst du da? Beißt du deine Finger? Ich kann nicht aufhören. Saba! Ja, mach halt so. Du bist ein kleines Baby. Ich schaue mich von dir. So, wir fahren mal in, die Kinder, in den Kindergarten. Papi ist auch dabei. Deine hat meine Hand genommen, um deinen Mund zu geben. Oh, ist deine Hand nass? Saba. Deine Hand ist nass? Dein Mund ist nicht abwischen. Ja, wir haben heute Dienstag. Gestern haben wir nichts mitgefilmt. Wir haben gestern, also es wurde gestern noch ein Welpe abgeholt. Und ein bisschen im Haushalt haben wir was gemacht gestern auch, ein bisschen gearbeitet auch, also ähnlich wie immer. Nur im Haushalt ist ein bisschen was liegen geblieben. Balla, balla, balla. Ja, und gestern ist uns aufgefallen, dass der kleine Philipp gar keinen Reisepass hat und wir ja bald in Urlaub fahren, deswegen müssen wir unbedingt für ihn einen Reisepass machen. Ich habe jetzt schon einen Termin ausgemacht in der Passbehörde, weil das ist ja, früher konnte man einfach hingehen und sich einen machen. Jetzt braucht man einen Termin wegen Corona und so weiter. Aber wir brauchen Passfotos. Ja, weil ich habe nächste Woche schon einen Termin für ihn bekommen. Deswegen muss ich das machen. Und was machen wir heute noch? Ein bisschen was zum Essen einkaufen. Weil wir waren das Wochenende wieder nicht Essen einkaufen, weil es war so heiß. Da hatte man gar keine Motivation irgendwie. Essen einzukaufen. Wir haben, glaube ich, eine Fliege da im Haus, sag ich im Auto, oder? Wo? Mach auf. Keine Ahnung, die schwirrt hier herum. Ich hätte mir das gar nicht. Ja. Ja, es ist super, super heiß, aber bei uns aktuell ist gerade graue Wolken. Also 25 Grad, immer schon angenehmer als gestern. Ja, aber es ist 9 Uhr. Ja, aber in der Früh gestern um 9 Uhr war schon 30 Grad. Ich hoffe, dass es ein bisschen regnet heute. Das wäre echt super. Ja, schaut das aus. Ja, es ist ein bisschen abkühlt, das ist echt... aushalten. Warum fährst du jetzt ohne Wieso sagst du nichts? Ja, das hörst du es nicht. Das ist so nervig. Danke. Ja. Bin noch ein bisschen. Wir haben keinen Kaffee getrunken. Mist, und ich habe die Kaffeemaschine eingeschaltet. Jetzt weiß ich so, warum ich nicht so gut sprechen kann. Weil wenn ich noch nicht den Kaffee getrunken habe, kann ich noch nicht gut sprechen. Deine Zunge nicht eingeweckt, oder was? Meine Zunge ist so schwer und träge. Ja, Mist. Müssen wir uns so unterwegs einholen. Gesundheit! So. Passt. Wo soll's gehen? So, Foto haben wir gemacht. Jetzt sind wir kurz zum Lidl reingegangen. Du musst nicht schneiden? Nein, das wäre so super. Okay, aber das ist rumänisch geredet. Also. Nicht, dass es vertrocknet. Kannst du das nicht? Kannst du die Kamera halten? Wo gehst du hin? War wegen was? Obst, Gemüse? Ja, für die Kinder. Sind noch Donuts? Ja. Das ist nicht lecker. Ich bin Homer Simpson. Schauen wir dann nachher, wenn wir zurückgehen, oder? Okay. Was wir beim Lidl gekauft haben, es sind aber nur ganz wenige Sachen, weil ja, Lidl ist ja nicht so unser Supermarkt, wir sind ja eher die Hofer-Einkäufer, also wir gehen quasi immer zum Aldi, für die Deutschen unter euch, und Lidl ist für uns immer so ein Supermarkt, wo wir hingehen, wenn wir etwas kaufen wollen, was ist jetzt nicht so, also um mal zu gucken, was es beim Lidl so gibt, auf was hätte ich wieder mal Lust, weil so kennen wir uns da nicht so wirklich aus, deswegen ist Lidl für uns immer ein Abenteuer.
sage ich mal, was wir geholt haben. Wie gesagt, nur Kleinigkeiten. Ich kaufe beim Lidl immer gerne diese Gemüseleibchen. Die gibt es aber auch beim Billa bei uns. Die sind so lecker. Ich weiß, ihr habt einmal angefangen, die zu essen und seitdem bin ich süchtig danach. Die kommen ins Tiefkühlfach, habe ich gleich zwei davon genommen. Und das habe ich noch nie probiert, deswegen habe ich das gleich mal mitgenommen, weil ich mag Kaffeeol und ich mag Käse. Da habe ich mir gedacht, das muss dann einfach lecker schmecken. Deswegen ja, habe ich einmal das hier. Dann habe ich Tiger Crunch. Das ist so ja wie Lions, nur halt von Lidl. Wir kaufen sie immer beim Hofer und ich denke mir, dass es halt wahrscheinlich vom Geschmack her das gleiche sein wird. Dann haben wir einmal Kantwurst, also Salami, dann faschiertes Fleisch, Hackfleisch. Papa möchte faschierte Leibchen machen und ich mache morgen Bolognese. Dann haben wir einmal Gelierzucker gekauft, das ist so eine österreichische Wiener Zuckermarke. Damit kann man Marmeladen machen. Da muss man nämlich nicht viel Zucker nehmen, dann reicht das. Und da drinnen ist schon Zitrone und so weiter. Das ist dann nämlich gut für die Haltbarkeit. Dann halten sie ein bisschen länger. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, steht das, was drinnen ist? Ah ja, genau. Geliermittel, Pektine und Säurungsmittel, Zitronensäure. Diese Zitronensäure macht einfach die Marmelade länger haltbar. Und das ist da schon integriert. Dann habe ich Donuts gekauft. Meine Kinder lieben ja Donuts. Deswegen habe ich von Lidl diese Donuts aus der Backbox genommen. Dann hat der Papa für den Patrick Socken gekauft. Einmal in bunt und einmal in schwarz. Dann Bananen habe ich mitgenommen, weil ich möchte dem kleinen Philipp einen Brei machen. Mit Äpfel und auch Birnen. Mit Birnen, Äpfel und Bananen genommen. Dann hat der Papa noch für die Lara und die Luisa so Babybananen mitgenommen, weil ja, die finden das bestimmt super süß im Kindergarten. Ich habe auch noch Mini-Donuts, das habt ihr gesehen, ich liebe Donuts, deswegen habe ich nochmal Donuts genommen. Dann so eine Schinkenwurst, unsere Mädels mögen nämlich Schinken ganz gerne. Dann habe ich mir solche Rip-Tops gekauft, die fand ich ganz süß. Und da gibt es in Schwarz, Grau und Weiß. Dann Monte-Pudding, dann Kinder-Country habe ich auch mitgenommen, Klopapier, dann habe ich hat der Papa diesen Käse genommen, der schmeckt so gut, Kaschkaval, bei uns heißt das in Rumänien auch Kaschkaval, Kaschar, Peniri, ja auf jeden Fall sehr, sehr lecker, wenn ihr mal beim Lidl seid, probiert es dir, der ist so gut, der ist so gut, der ist wirklich super gut. Suppengemüse für Suppe kochen, dann ein Duschgel habe ich mir mitgenommen, der Papa hat sich ein Deo mitgenommen. Dann haben wir diese Chicken Nuggets gekauft, weil die Kinder mögen die total gerne. Da hat uns mal eine Zuschauerin darauf aufmerksam gemacht, dass die so lecker sind und seitdem kaufen wir die immer, weil die wirklich lecker sind. Und ich habe dann noch so Frischkäse gekauft, so körnigen Frischkäse. Und ein Weißbrot haben wir auch mitgenommen. Ja, wie ihr seht, also keine große Sache. Weil auch wenn wir nicht am Wochenende einkaufen waren, haben wir genug ausreichend zu essen da. Weil wir zwischendurch mal kurz waren. So ein paar frische Sachen. Und ja. Da wir heute noch keinen Kaffee getrunken haben, werden wir das jetzt nachholen. Ich habe da jetzt schon einen gemacht. Der kleine Jauchz. Da ist so ein Kaffee. Und ich werde jetzt gleich noch einen machen. Und dann werden wir einen Kaffee trinken gehen. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag und ich habe die letzten Tage jetzt nicht mehr mitgefilmt. War so heiß, wir haben irgendwie nichts gemacht. Und auch nicht gevloggt. Aber heute passiert wieder was Spannendes, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit. Weil heute bekommen wir unsere neue Couch geliefert, deswegen waren wir jetzt so voll in Panik. Wir hatten dann nämlich noch Wäsche, die nicht weggeräumt war von gestern Abend, Wäschefalten. Und heute wird die neue Couch geliefert. Wir haben euch mal mitgenommen, wie wir geschaut haben. Also wie wir uns andere Sofas angeschaut haben, aber nichts gefunden hatten. Und dann haben wir eine gefunden, ganz kurzfristig. Und ja, der kleine Mann, der will getragen werden. Das darf nicht stehen bleiben, ist zu langweilig. Ja, und wie ihr seht, haben wir hier schon die alte Couch abgebaut. Teppich müssen wir noch wegmachen. Und ein bisschen saugen hinter der Couch. Na, das kennt man ja. Das ist ja schon Standard, wenn man Kinder hat oder grundsätzlich. Also diese Couch ist so richtig doof gewesen, weil da ist halt also immer was unter die Couch gekommen. Und die Beinchen waren so, das heißt, man konnte da auch nicht
drunter saugen oder es aufheben. Ging nicht. Aber die Couch, die wir heute bekommen, also die wir uns ausgesucht haben, die ist auf jeden Fall höher, die hat höhere Beine. Und darunter kann man dann saugen. Yay! Oder auch noch besser, vielleicht mit dem Staubsaugerroboter. Perfekt. Ja, halbe Stunde haben die gesagt, oder? Papa hört mich nicht, ich glaube, der ist jetzt nicht da. Schatzi? Ja? Achso, du trinkst. Halbe Stunde, wie lange ist es, glaubst du, vergangen? Viertelstunde, oder? Okay. Wir haben jetzt auch diesen Schrank, der hier stand, weggemacht, damit die da durchkommen. Und den haben wir jetzt ins Büro getan, zeige ich euch dann nachher. Was machst du? Ich habe in meinem Auto noch 2 Euro Münze. Aber zu weit das Auto jetzt hinten. Schau mal, wer hat die Lara. Wir müssen auf jeden Fall noch den Teppich wegmachen. Und diesen Patschen hier, der ist gleich frisch gewaschen. Der gehört nämlich noch zu dieser Wäsche hier. Die Perle. Wie heißt das? Keine Ahnung. Egal. So, ich zeige euch mal. Schauen wir mal, wie es hinter der Couch ausschaut. Einen Teil haben wir schon weggesagt. Ja, das geht ja. Das ist ja noch okay, ne? Eine E-Mobil-Tasche. Und ein paar Papierschnipsel. 8 Euro ist okay, oder? 8 Euro? Ja, sicher. Denk schon. Aber 6,5. 8 Euro gibt halt. Wenn du noch den einen, zwei nimmst, hätten wir 10 Euro, dann wäre es besser. So kein 10er? Das ist unsere neue Couch. Ja, so schaut sie aus. Nein. Da war wahrscheinlich auch so vielleicht die Story von unserem süßen Louis. Seht ihr das? Das ist unser Welpi gewesen. Aber vermisst ihr ihn? Schön. Ich vermisse ihn auch so sehr. Bring mal das Paket heute, das Geschenk. Schauen wir mal, ich muss ja Leute fragen. Ich habe nämlich für die Welpen so ein Paket zugeschickt bekommen. Oh, für die Leute, die Welpis abgeholt haben. Ja. So, aber jetzt gehen wir zurück zur Couch. Ah ja, der Papa hat eine Verletzung, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Seht ihr das? So schaut ein verwunderter Mann aus. Er hat nämlich gebügelt und hat sich... Ich habe ein glattes Knie bekommen. Er hat sich voll verbrannt. So eine fette Brandblase. Ich werde euch hier im Foto ein paar Bilder einblenden. Aber nicht nach der Zündstein, weil das schaut grauslich aus. Das ist der Autounfall. Nein, ich blende alles ein. Hä? Ich blende alles ein. Das jetzt aktuell Zustand? Na, oder? Ja, zeig mal. Die Leute wollen es eh sehen. Nein. Für die, die nicht sehen wollen, spult weiter. Das ist so yummy. Oh mein Gott, mach das zu. So fette Blasen. Viel Spaß, wenn das zerplatzt. Kann man mit dem Strohhalm trinken. So, bitte. Gehen wir zurück zur Couch. Die ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als die, was wir jetzt gehabt haben, oder? Na. Du schwitzt ein bisschen am Rücken. Nur ein bisschen. Das war ein bisschen durch. Und unter, Amy. Unter dem Brüstchen. Unter der Titte. Schön, wenn die liegen. Du bist doch nicht die. Oh ja. So. Ich muss eine kurze Pause machen, denn die Mama ist die 2 Mäuse aus dem Kindergarten abzuholen und ich bin mit dem Maul da und der hat geschlafen und jetzt ist wieder wach und der Papa muss mit ihm jetzt Zeit verbringen, weil ansonsten fängt er zum Weinen an, oder? Und dann machen wir den Sofa weiter.
So, meine Lieben, schaut mal, so schaut unsere neue Couch aus. Schaut ja nicht schön aus. Die wirkt jetzt optisch ein bisschen kleiner, ist glaube ich auch ein bisschen kleiner, definitiv, weil wir hatten früher ein U und das ist jetzt ein L. Aber der Papa meint, von der Sitzfläche her ist gleich, weil die irgendwie breiter ist oder so. Aber ja, auf jeden Fall schaut das so aus. Hier werden wir auch ein bisschen was hin tun, zum Beispiel, und zwar nämlich so ein Regal, wie wir das hier haben. Das kommt hier auch daher. Und ja, also das kommt natürlich alles mal weg. Und wir haben uns überlegt, die Lampe, die ich aktuell im Büro stehen habe, dass die da jetzt daher kommt, weil die passt dann besser zu den Bilderrahmen. Willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Freitag und ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich habe Thermomix-Bestellung gerade eben fertig gemacht und ich habe euch die Couch habe ich euch, glaube ich, gestern schon gezeigt, aufgebaut. Aber das habe ich gestern noch am Abend dekoriert. Mein Bibi, hi, schaut mich an. Also das habe ich gestern nochmal umgestellt. Wir hatten hier eine andere Stehlampe, die habe ich aus dem Büro rausgeholt. Die ist Gold und die passt, finde ich, sehr gut zu den Bilderrahmen. Deswegen habe ich die genommen. Also habe ich da rausgenommen, weil im Büro brauche ich sie eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Diese Pflanze, die stand vorher mal hier irgendwo. Das müssen wir auch uns irgendwie kümmern. Also dieser Kabelsalat da hinten, der nervt mich extrem. Und ja, das ist auch neu. Diesen Schrank hier, dieses schwarze Regal, das hatten wir im Büro. Ich hatte ja mal da zwei. Habe jetzt beide im Wohnzimmer, wie ihr sehen könnt. Das eine steht hier und das andere steht jetzt hier. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also okay, ich meine, man muss jetzt da das zumachen. Weil ich habe jetzt den Schrank offen, das sieht so chaotisch aus. Aber wenn man das jetzt zu hat, dann schaut das, finde ich, richtig schön aus, wenn man dann so ins Wohnzimmer reinschaut. Ja, das ist die Couch. So, sorry, es hat jetzt kurz unterbrochen, weil die SD-Karte voll war und ja, die Kamera einfach dann nicht mehr gefilmt hat, logischerweise. Ich habe jetzt mein Laptop hier kurz vorbereiten müssen, also nicht wundern, es schaut jetzt ein bisschen anders aus, weil ich musste nämlich die SD-Karte entleeren, damit das Material nicht verloren geht. Jetzt habe ich das entladen und jetzt kann ich weiter filmen. Ich habe mehrere SD-Karten, aber wir haben in letzter Zeit so viel gefilmt, dass wir überhaupt keinen Platz mehr haben. Ich zeige euch noch, ich habe jetzt noch inzwischen auch noch mal ein bisschen umgestellt. Also umgestellt, ich habe hier so ein Deko-Zeug aus dem Büro geholt. Das ist so eine goldene Kiste, da habe ich noch gar nichts drinnen. Noch nie was drinnen gehabt. Ich wüsste auch gar nicht, was ich reingeben soll, aber ihr könnt mir ja gerne schreiben, falls ihr eine Idee hättet. Ja, diese Deko, die habe ich ja schon mit der Zeit immer gekauft. Die hatte ich ja jetzt die ganze Zeit drüben im anderen. Und das war einfach schon viel zu viel, weil wie ihr seht, das ist ja jetzt schon voll. Und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Dann habe ich auch das aus dem Büro rausgeholt. Da habe ich auch noch nie was drinnen gehabt. Und ja, mein Arbeitsmäppchen. Da sind nämlich die ganzen Thermomix-Sachen drinnen. Ja, und unten habe ich so die Windeln. Das ist die Bärenabteilung. Und so ein Ladekabel, ein Korb. Heute einen Schutzvertrag und einen Ausweis ausfüllen, weil die Jessie wird heute abgeholt. Unser letzter Welpe, der geholt wird. Und dann sind wir fertig. Ja. Dann ist Ruhe sozusagen. Aber wir haben ja noch zwei Welpen. Das ist, wie soll ich sagen, Action genug. Ja, und so viel zur Couch. Ich zeige euch mal das Büro. Das Büro schaut super. Außerdem wollten wir uns auch um das hier kümmern. Wie ihr seht, wir haben hier die ganzen Kinderbücher, Kinderspielsachen drinnen. Und wir wollten das irgendwie weghaben, weil es irgendwie so sperrig ausschaut. Und so offen, das gefällt mir nicht so gut. Wir haben was gesehen beim IKEA, wo wir das reinbringen könnten. Aber ich glaube nicht alles. Das sind dann die, wie wir da machen. Ja, aber ich zeige euch mal das Büro, das schaut nämlich wirklich schlimm aus. Also da ist aktuell, weil natürlich, wir haben dieses Regal rausgeholt und da standen ja Sachen drinnen. Und momentan schaut es im Büro aus, als hätte irgendwie eine fette Bombe eingeschlagen. Haltet euch fest, ja? Also, hier ist mal dieser Schrank, den wir ja im Vorraum hatten, der jetzt da weg ist. Dieses Babykörbchen,
Nestchen, wie es jetzt ein Hundekörbchen. Also nicht wundern, hier wird auch umgestellt. Hier werden wir nämlich diese Schuhschränke hinbauen, die wir gestern gekauft haben. Ja, und hier fängt das Chaos an. Na, dieses dum, 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 dum. Überall steht was. Bitte gibt euch das. Furchtbar, oder? Schlimm. Baba hat einfach alles irgendwie hergeschmissen, was da in diesen Regalen stand. Und das müssen wir auch irgendwie verstauen. Das, dieser Schrank hier, den müssen wir waschen. Weil das ist der war bei uns in meinem Vorraum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da alle immer so den hier machen. Und jedes Mal putzt ihn, aber ist alles egal. Ja, das ist auf jeden Fall unser Hühlerschrank. Da haben wir unser Hühler drin und unser ganzes Zubehör. Aber nicht nur Hühler. Wir haben auch hier die ganzen anderen Sachen von Dyson, Staubsauger. Ich habe hier auch so einen, wie heißt denn das? What's the name for this? So ein Dampfreiniger, so heißt das, gell? Ja, ist da drin. Da kommt schon irgendwas von Hühler rein. Jo. Chaotisches Büro. Wie man sieht. Schnell raus hier. Leise sein, der Kleine ist hier eingeschlafen. Besser gesagt, er ist in meinen Armen eingeschlafen. Ich habe ihn jetzt kurz abgelegt, weil ich muss das Video für heute schneiden. Und, wir haben schon Mittag gegessen. Der Baba hat heute Schnitzel gemacht. Mega lecker. Immer auf, was der Baba bohrt. Der Kleine schrieb sonst. Die Luisa ist hier und spielt. Guck mal, ich zeig's euch. Nicht wundern, wir haben hier immer noch ein bisschen Wäsche. Luisa, spielst du schön? Was machst du denn? Spielen. Spielen? Was spielst du denn? Zug. Zug? Oh, mein Hieschen. Und der Papa, könnt ihr ihn sehen, der steht da im Vorraum. Baby, muss leise sein. Ja, das Baby schläft. Auf jeden Fall, der Papa, der baut gerade die Schränke. Ja, aber nicht reingebaut. Dann kannst du. Kannst du den Papa filmen? Ich habe eine riesengroße Baustelle angefangen und zwar, wir werden unseren Vorraum ein bisschen verändern und zwar dadurch, dass wir so viele im Haus sind, wir brauchen mehr Schränke für die Schuhe zu verstauen. So, wir haben einen Schrank für die Schuhe da und da haben wir noch einen zweiten Schrank und da ist der dritte Schrank, aber den haben wir schon längst. Und ja, von da zwei Sitzbänke, eine wird verschwinden und die andere lassen wir noch und somit kann man mehr Schuhe da verstauen, weil aktuell schaut so aus und die Hunde knabbern daran und gehen kaputt. Ja. Schrank steht schon. Bin mega begeistert. Schaut wirklich schön aus. Und es ist sehr viel Raum für Verstauen. Schauen wir mal, wie viele Schuhe reinpassen. Aber ich glaube, das, was da steht, kriegen wir sicher rein. Wir haben gesagt, wir kaufen nur ein bisschen was für Grillen und so. Oh, bitte guck mal, Papa. Oh, ich hätte die Schau. Papa. Hm? Wie, was sagst du, Banane? Ah, oh, Basiko.
Wir sind schon am Grillen, aber jetzt sind wir bald fertig.